Gut, hi, moin. Ich habe noch was ganz Kurzes, ein Tool, was mir letztens über den Weg gelaufen ist und was ich sehr nützlich fand, was ich euch nicht vorenthalten will. Zwar heißt es FASD. Man findet es auf GitHub unter dort, was ich nachher in die Shownotes reintun werde. Und was es tut, ist, es merkt sich Verzeichnisse. Wer öfters mal auf der Kommandozeile unterwegs ist in tief vernesteten Ordnerstrukturen, der weiß, was das für eine Qual ist, sich die ganzen Teile von dem Pfad zu merken. Ich habe zum Beispiel hier ein Documents, Hackerspace, Blog. Da sind Dinge drin, da ist unser Blog drin. Wenn ich das kürzer haben will, dann tippe ich jetzt einfach Z-Blog, dann bin ich wieder da. Boah. Und das kann ich mit allem Möglichen machen, was ich in letzter Zeit gemacht habe. Zum Beispiel, wenn ich zu dem DistroKit wechseln. DistroKit wechseln will, dann sage ich einfach Distr und das habe ich offenbar in letzter Zeit nicht benutzt. Sicher, dass es nicht mit D groß geschrieben wird? Nein, das geht sonst. Achso, okay. Ja, Baerbox geht. Ah. Gut, und hat man, so muss man nicht so viel denken. Und man kann sich einfach auf das konzentrieren, wo man hin will. Zum Beispiel in Temp. Jetzt bin ich hier in. Oh, ich bin aber in den falschen Temp. Ah, dann nehme ich halt nicht Z, sondern ZZ. Ich wollte nämlich eigentlich das andere Temp haben. Genau. Man kann auch nicht nur einen suchen. Wow! Scheiße. Sorry. Ich wurde soeben blind. Man kann auch nicht nur einen Ausdruck angeben, sondern wenn ich jetzt zum Beispiel in das andere Temp reinhüpfen will, dann sage ich einfach zwei Dinge davon und dann ist das halt das Temp, was in meinem Home ist und so habe ich sozusagen zwei Suchausdrücke hintereinander gemacht und es matcht halt auf das andere zuerst. So. Normalerweise berechnet es hier immer so einen Score und springt dann zu dem mit dem höchsten Score. Und dieser Score ist so ein Recency-Wert, nennen sie das. Das ist eine Mischung aus Recency, also was ich neulich mal benutzt habe oder wie neulich ich es benutzt habe, und Frequency, also wie oft ich es benutzt habe. Und das kommt so ein bisschen aus der Mozilla-Welt. Also Mozilla hat diesen Ausdruck geprägt für Firefox, die oben die Suchleiste, wenn man da was eingibt, dann ist das genau der gleiche Algorithmus, der das berechnet. Und wenn ich jetzt öfters mal hier in Temp drin bin, dann kriegt das bestimmt einen anderen Frequency-Wert hier. Ja, der hat schon hier 33 statt 89. Und ja, so kann man auch verschiedene Dinge unterscheiden. Das ist das Z-Makro. Wie das Ganze zustande kommt, ist, man tut sich einfach ein kleines Schnipsel in seine Login-Skripte. In meinem Fall ist es hier ein Eval, was einmal das Fast aufruft und dann gibt das halt so ein Schnipsel aus, mit dem man es initialisieren kann. Voilà. Genau. Und im Falle von Bash tut es sich halt einfach in diese Variable Prompt-Command rein, die halt bei jedem Prompt vorher ausgeführt wird. Man kann das auch für andere Shells verwenden, dann benutzt es halt immer ja, das, was die Shell halt kann. Im Endeffekt Vor dem Hack geht es war eigentlich. Überwachung. Und dann versucht es halt bei jedem Prompt sozusagen festzustellen, in welchem Verzeichnis man ist und schreibt das dann in seine Datenbank und dadurch kommt diese große Datenbank hier zustande. Und jetzt seht ihr, wo ich überall in der letzten Zeit war. So. Genau, das ist Z. Und das funktioniert auch auf den anderen Usern, die auf der Maschine arbeiten? Nee, das ist pro User spezifisch. Oh. Ich glaube, es legt die Dinge in deinem Home-Verzeichnis unter Punkt Fast ab. Ja, sieht gut aus. Okay. Genau. So, das war Z. Z springt zu Verzeichnissen. Dann gibt es auch noch F. F sucht Dateien sozusagen, die ich neulich mal benutzt habe, beispielsweise. Wenn ich ein Image namens DistroKit oder so suche, dann gibt es mir hier zwei Dinge zur Auswahl. Und dieses F ist so gedacht, dass man es zum Beispiel irgendwie in
mit dieser Backtick-Ersetzung benutzen kann. Dass es sozusagen da dann gleich den Dateinamen hinschreibt. So kann ich zum Beispiel, wenn ich... Ich weiß nicht, ob ich in letzter Zeit Dinge mit PDFs aufgemacht habe oder so. Na, guck mal hier, ja. Kann ich euch das zeigen? Mhm. Ja, das ist, glaube ich, alles... Alles okay. Ach so, in dem Fall kann ich es euch nicht zeigen, weil das F natürlich jetzt mehrere Dinge ausspuckt. Okay, ich benutze das F auch gar nicht so häufig, aber prinzipiell funktioniert es genauso wie Z. Und das war alles, glaube ich. Dieses Fast kann auch noch so ein bisschen mehr, also es heißt Fast, weil es von F, A, S und D abgeleitet ist. F ist halt dieses Kürzel für Verzeichnisse, für Files, also Dateien. A macht, glaube ich, weiß nicht, sagen Sie unten irgendwie, bitte? Attribute. Nee. Einziges Problem ist halt, dass Any. Fast auch der Abkürzung für eine schlimme Krankheit ist. Ah, okay. Ja, gut. Ja, wie gesagt, die anderen außer Z benutze ich eigentlich nicht häufig. Und das war alles. Noch Fragen dazu?